Einen großen Fehler können Sie machen, indem Sie in einem Wohnwagen die Verdunklung schließen und das Fenster geschlossen haben tagsüber und die Sonne scheint volle Lotte drauf. Der Hersteller gibt keine Garantie dafür, dass bei geschlossenem Verdunklungsrollo tagsüber die Fenster unbeschädigt bleiben. Unser Tipp: Öffnen Sie das Rollo tagsüber und lassen Sie so die Wärme hinaus. Eine Alternative ist, dass Sie das Fenster in der Lüftungsposition öffnen und es in der Lüftungsposition geöffnet lassen, sodass die Wärme entweichen kann. In diesem Fall kann sich hier auch keine Stauwärme bilden und Sie können die Verdunklung wieder schließen. Einen großen Fehler machen die Leute auch beim Öffnen der Fenster. Sie öffnen die Fenster zu schnell. In dem Moment kann auch die Rastung nicht funktionieren. Ich zeige Ihnen das mal. Wenn Sie ganz schnell hier öffnen, dann fällt das Fenster wieder zurück. Öffnen Sie aber langsam, dann bleibt das Fenster in der Position. Zum Schließen des Fensters einmal ganz öffnen und das Fenster kann geschlossen werden. Also schnell funktioniert nicht. Langsam funktioniert. Neun Fenster haben einen Knopf, bei der die Entriegelung erst gelöst werden kann. Drücken Sie auf jeden Fall diesen Knopf und versuchen Sie nicht mit Gewalt das Fenster zu öffnen. Einfach eindrücken und drehen. Benutzen Sie für die Reinigung der Fenster keine holzhaltigen Tücher, wie zum Beispiel Toilettenpapier oder Zewa und so weiter. Dies kann die Fenster massiv von außen durch Kratzer beschädigen. Benutzen Sie auf jeden Fall ein Mikrofasertuch, was vorher gereinigt wird, und halten Sie sich an die Betriebsanleitung. Achten Sie darauf, dass beim Öffnen der Fenster auf der Rückseite des Caravans, natürlich auch auf der Vorderseite, die Leute sich nicht verletzen können, denn gerade hier können spielende Kinder oder Radfahrer gegen das Fenster stoßen, aber auch Fußgänger können sich schwer verletzen. Also achten Sie durch geeignete Maßnahmen darauf, dass die Fenster sichtbar sind oder etwas davor gestellt wird, dass man nicht gleich gegen das Fenster rennt. Ja, falls Sie noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, bei AMC Schmidt in Idar-Oberstein anzurufen.